Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal wieder den Inhalt des Great Walls anschauen und dazu war ich letzte Woche wieder auf Leistung, hab so ein paar Keys gespielt und wir haben ein bisschen auch den Score erhöht, so langsam kriechen wir Richtung 2,9er Score, Richtung 3K dann. Ich habe ein paar 20er gemacht tatsächlich. Zwei habe ich auch in Time gespielt und ein 21er fast, den haben wir dann doch noch wegdepletet. Und ja, zumindest 4 Keys habe ich gemacht. Heißt, ich müsste eine Auswahl zwischen zwei Items haben. Und jetzt machen wir mal Wächter rein. Zwecks der Blutschuppe, die brauche ich nämlich noch. Schauen wir mal, ob wir sie drin haben. Na? Okay, es war keine Blutschuppe drin. Also ich habe einen Gürtel drin mit Crit Tempo, der ist absolut kacke, den brauche ich nicht. Und dann habe ich Schultern drin, die im Endeffekt auch kacke sind. Die haben zwar Versa drauf, was besser wäre, aber da ist ja quasi kein, da ist ja kein Set drauf und ich brauche das Set. Dementsprechend kann ich die ehrlich gesagt auch vergessen. Timok kriege ich auch durch keins von beiden Items. Ja, gut, dann müssen wir bittererweise leider hier auf die, diese Sockelzeug zurückgreifen. Also auf diese Marken, wo wir uns dann die Sockel kaufen können. Machen wir das mal. Und hier gibt es einen Key. Schauen wir uns den Key, würde ich sagen, mal noch an. Und dann kann ich mir mal überlegen, wo ich das Sockelgedönse drauf habe. Was kriege ich denn? Super. Ich habe Tazavesh bekommen. Den Schlachtzug. Ist das der Key, den ich auf Tyrannisch... Ich habe einen Key auf Tyrannisch in Time und den Schlüssel kriege ich. Das kann ich mir noch nicht erzählen. Ich hab's doch gewusst, dass das wieder so laufen wird. Naja, gut. Okay, so viel dazu. Ich müsste mal schauen. Ich kann nämlich, glaube ich, einen von den beiden hier einen Sockel draufhauen. Ich habe nämlich da schon ein paar Marken. Ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal habe ich diese Marken genommen. Und ich meine, du brauchst 6 Marken, dass du einen Sockelstein draufbauen kannst. Jetzt muss ich bloß gucken, wie heißen denn die Dinger? Die heißen Bediensteten. Ah, da haben wir sie. Ich meine, 6 Stück brauchst du, da kriegst du einen Sockel für. Und ich würde sagen, wir sockeln mal so einen Ring oder so, ne? Nein. Hier. Also ich kann sockeln, Armschienen, Ringe, Helm, Hals und Gürtel. Gut, ich würde sagen, also ich hätte jetzt ein Set-Teil, aber gut, das ist halt nur 272, ne, das würde ich nicht sockeln. Ich würde sagen, ich sockel hier den Ring, der hat einen Tertiärstat drauf, Groß Versa und Tempo, das ist eigentlich perfekt so von den Stats her. Wenn wir den einmal sockeln, haben wir zumindest da ein kleines Upgrade, ne. Können wir noch einen Versa-Stein reinmachen, 16 Versa, ist jetzt nicht die Welt, aber, ne, haben oder nicht haben. Ich bin jetzt eh bei 25% Versa, das ist jetzt nicht gut im Endeffekt, also ist okay, würde ich sagen, ne. Ich habe halt auf manchen Sachen, zum Beispiel auf der Waffe, habe ich keinen Versa drauf. Und auf dem einen oder anderen Teil, also auf den Tierteilen, ist halt blöd, ne? Da ist auf manchen halt auch kein Versa drauf. Aber sonst habe ich halt schon geguckt, dass ich auf den meisten zumindest einen kleinen Versa-Stat habe. So, dann holen wir uns mal Edelsteine. Dann einmal Vielseitigkeit. Und da haben wir es. Wunderbar. Die sind teurer geworden. Sonst haben die immer irgendwie nur 5, 6 Gold gekostet, ne? Jetzt kosten die Dinger hier schon mehr, aber 30 kann ich gerade noch verkraften oder 34. So, das haben wir jetzt da rein. Und dann hoffen wir mal, dass ich nächste Woche wieder ein gutes Item rauskriege. Und ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so rausbekommen habt. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.